Puh, Boruto-Folge 68. Ihr habt ja letzte Woche gemerkt, dass ich nicht so wirklich überzeugt war von Boruto-Folge 67, der diesen kurzen Shoujo-Arc ja begonnen hat. Und Folge 68 macht da nicht wirklich einen besseren Job. Also Folge 68, um es wirklich genau auszudrücken, in Folge 68 ist so gut wie gar nichts passiert. Und ich muss wirklich sagen, ich finde sogar die Postfolge von damals in Boruto war unterhaltender. Also die Folge war halt echt langweilig, muss ich sagen, und hat nichts geliefert. Und ich möchte es ein bisschen verdeutlichen. Und zwar, wenn ich eine Review mache, ist es meistens so, dass ich 20 bis 60 Stichpunkte habe zu dem, was in der Folge passiert, je nachdem, wie viel in der Folge passiert. Zum Beispiel bei Boruto Folge 65 hatte ich ein ganzes Skript und bei Dragon Ball in der Endphase hatte ich immer ganz, ganz viele Stichpunkte. Und ja, das ist halt so. 20 bis 60, manchmal auch ein bisschen mehr. Wie dem auch sei, das sind die Stichpunkte, die ich hatte nach dieser Folge. Ihr könnt euch die hier anschauen. Die habe ich jetzt hier eingeblendet und das war so ziemlich, also ich habe echt nichts in der Folge zu sagen, außer eine Sache, und zwar, wir müssen natürlich auch ein bisschen Real Talk hier mit reinbringen, und ich finde tatsächlich, dass man einen sehr, sehr guten zwischenmenschlichen Job erledigt hat in dieser Folge, und zwar das ganze Thema, das Tomaru oder wie der heißt, also das ist wirklich die schlimmste Person in Boruto, dass auf jeden Fall der Typ Jojo nicht wiedererkannt hat, als sie wieder molliger war, und da muss man wirklich sagen, dass er wirklich ein richtiger Arsch ist, und das soll halt ansprechen, dass die jungen Mädchen natürlich immer sie selbst sein sollen und dass es halt solche Leute gibt, die einfach richtig, richtig arschig sind. Und da muss ich schon sagen, das war vom Feeling her echt nicht schlecht. Also es war nicht sowas wie zum Beispiel ein Itachi, Minato oder Schieß mich tot Flashback, wo man wirklich in der Story richtig mitfühlt. Es war etwas darüber hinaus, dass es halt ein zwischenmenschlicher Job war. Ich fand damals die Folge mit dem Typen, der sich sprengen wollte, den Boruto quasi überzeugen wollte, die Folge fand ich um einiges besser, was das angeht, was diese Message überliefern angeht. Und die Folge 68 war, wie gesagt, ultra langweilig. Man hat diese kurze Message da gehabt, aber wie gesagt, noch eine Folge, nächste Woche haben wir noch diesen Arc und dann ist es vorbei. Ich möchte gar nicht auf die Folge an sich eingehen, weil, ja, wie gesagt, es ist halt echt nichts passiert. Ihr kennt den ganzen Drill mit Jojo, mit Tomaru, mit Jojo, die sich dünn machen kann und. Lassen wir das und springen wir sofort in die Spoiler. Und zwar werde ich das wahrscheinlich in einem Titel geschrieben haben und ich werde es nochmal anfangen wahrscheinlich einblenden. Auf jeden Fall kommen wir zu den Spoilern von Spiraling Spear. Ich werde es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Auf jeden Fall Folge 69 lasse ich raus, weil Folge 69 interessiert uns nicht, das ist Jojo Arc, das ja, ist im Prinzip egal. Wir reden über Folge 70, 71 und 72 und ich kann euch ein bisschen beruhigen, aber die Nachricht wird euch vielleicht nicht so sehr gefallen. Und zwar nur mal kurz zum Manga. Der Manga geht nach dem Momoshiki Arc eine ruhige Richtung. Es wird erstmal Folgen geben, die sehr, sehr ruhig sein werden, aber die in Ordnung sind. Die Folgen sind auf jeden Fall in Ordnung, aber die Folgen werden noch ein bisschen auf sich warten. Das wären noch mehr sozusagen eine Filler-Folgen, also Füllfolgen, die nicht im Manga Teil waren. Ist aber nicht allzu schlimm, denn die Folgen, ja, scheinen auf jeden Fall vielversprechender zu sein. Und wir fangen an mit Folge 70, die andere Seite von Angst. Metteli hat das Training für die ultimative Taijutsu-Technik, die 8 inneren Tore, von seinem Vater begonnen. Um zu verhindern, dass er während des Trainings seine Nerven verliert, hat Metteli einen Gegenstand gesucht, der ihm hilft. Aber wegen irgendeinem Grund zeigt der Gegenstand keine Wirkung und sein Vater sagt ihm, dass er sein Training beenden soll. Zu dem Zeitpunkt trifft Metteli den Mentor seines Vaters, Might Guy, der im 4. großen Ninja-Weltkrieg gegen den führenden Kopf der Gegenseite mit Kakashi Seite an Seite gekämpft hat. Ja, gegen Madara ist natürlich hier die Rede. Auf jeden Fall haben wir es hier, dass das eine Metal Lee-Folge sein wird. Und wir wissen, Metal Lee hatte bis jetzt keinen großartigen Auftritt, aber Metal Lee wurde vom Nu kontrolliert und da war es so, dass Metal Lee ja Tore öffnen konnte und auf jeden Fall die Kaioken schon aktiviert hatte. Hier scheint es so, dass er anscheinend das Potenzial dafür besitzt, aber aktiv selbst das Ganze nie bewusst eingesetzt hat, denn das Nu hat wahrscheinlich sein Potenzial ausgeschöpft und Metal selber hat diese ganze Torgeschichte noch nicht wirklich erlernt. Kann man jetzt sagen, muss man noch abwarten. Ich frage mich, wie Rock Lee hier agieren wird, weil er bringt irgendwie seinen Sohn dazu, dass er aufhört zu trainieren, was ich irgendwie schade finde. Also mal gucken, was der Grund sein wird. Und was sehr interessant ist an dieser Folge, wir haben hier die Chance, dass wir eventuell endlich mal das Rätsel gelöst bekommen, wer denn die Mutter ist von Metal Lee, weil Tenten ist natürlich hier eine große Kandidatin, aber ganz bestätigt ist es noch nicht, deswegen bin ich mal gespannt, ob es vielleicht hier gezeigt wird. Und Might Guy Sensei is back. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil einfach diese Relation mit Might Guy, mit Metal Lee, ich fand den Flashback damals von Naruto Classic, von Rock Lee und Might Guy so geil, so emotional, so lustig und deswegen muss man hier sagen, dass man diese Folge hier wahrscheinlich ähnlich strukturieren wird, deswegen freue ich mich darauf und mal gucken,
inwiefern oder wie viel wir dann ja, sehen werden. Wir kommen zu Folge 71, der härteste Stein der Welt. Das 5-Kage-Treffen seit der Otsutsuki-Clan-Invasion wird in Konoha gehalten und die vorherigen Kage versammeln sich. Doch der dritte Tsuchikage, Onoki, der kommen sollte, erschien nicht. Deshalb beginnt das Meeting ohne ihn. Zu der Zeit treffen sich Boruto und Team 7 mit anderen Ninja, um die Sicherheit des Treffens zu gewähren. Boruto ist gelangweilt von dieser uninteressanten Mission und zeigt komplettes Desinteresse. Mitsuki stellt dann eine bestimmte Frage an seine Teamkameraden aus Team 7. Ja, das wird auf jeden Fall cool, weil wenn Mitsuki eine Frage stellt, dann kann das eigentlich ein ziemlich cooler Plot werden, weil Mitsuki einfach ultra weird ist und das könnte wirklich eine sehr interessante Frage werden. Darüber hinaus können wir mehr Otsutsuki-Kram bekommen. Eventuell sehen wir ganz kurz Urashiki, wäre auf jeden Fall hier, wie ich finde, sehr cool, aber ich denke, er wird erstmal ja zurückgehalten. Wir sehen die alten Kage, wir sehen den Mizukage oder die Mizukagin wieder, die natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und Leute, wir sehen endlich Tsunade wieder und das ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber doch irgendwie schon, weil ja, Tsunade zu sehen wäre echt ziemlich cool und ich möchte unbedingt eine Szene mit Tsunade und Boruto. Ich kann mich da eigentlich nur wegschießen. Das müsste eigentlich ziemlich lustig sein von den Beziehungen von den beiden. Also hoffe ich, dass wir da was bekommen. Ansonsten ist da nichts Besonderes dabei. Wir bekommen halt sehr, sehr viel Stuff, sehr, sehr viel Gerede. Und Boruto ist natürlich wieder langweilig. Ist aber auch verständlich, weil 2 Guard-Missionen nacheinander, das ist schon irgendwie ultra lame. Und damit kommen wir zur Folge 72, Mitsukis Wille. Die Ninja, die den Eingang zum Dorf Konoha bewacht haben, wurden von irgendwem angegriffen und Mitsuki ist verschwunden. Die nicht ahnenden Boruto und Sarada haben Mitsukis Haus besucht, wo er alleine lebt, um zu sagen, dass eine Mission, die geplant wurde, nun gestrichen oder abgebrochen wurde. Ohne ihn getroffen zu haben, sind sie besorgt und haben angefangen, ihn zu suchen. Auf dem Weg haben sie einen Jonin getroffen, der vom Hokage hergebeten wurde. Dieser erkundigt sich, was vorgeht. Ja, Mitsukis Haus, das kann außerordentlich interessant werden, wie Mitsuki wirklich. Ich denke, er wird sehr, sehr kleinkariert leben, ohne viele Möbel. Ich stelle mir so Mitsuki immer so ein bisschen vor, wie bei Neon Genesis Evangelion. Rey, also sie war ja ein bisschen ähnlich, sage ich mal, zu Mitsuki. Würde von dem her sehr, sehr gut passen, wie ich denke. Die Folge scheint auch nicht sonderlich wichtig zu sein, aber es ist halt so ein bisschen Mitsuki-Charakterentwicklung, also kann es doch interessanter werden. Mal gucken, inwiefern man diese Folge mit Deepen Stuff füllen wird. Aber ansonsten wird, wie gesagt, auch hier nicht viel mehr geben. Und ich bin gespannt, wer der Jonin sein wird. Vielleicht ist es ja ein vertrauter Kopf von damals, als er dann auftauchen wird, würde ich auf jeden Fall ziemlich cool finden. Vielleicht ist es Kiba, vielleicht ist es wirklich Kiba und wir haben einen Kiba-Arc, das wäre ja auch eine Sache. Aber wie dem auch sei, das wären die Spoiler für die nächsten Wochen von Boruto. Danach kommt der Tento-Arc, was glaube ich, das ist halt ein Arc, wo es früher oder später dazu kommen wird, dass Boruto gegen den fetten Zoro kämpfen wird. Und wenn wir noch ein bisschen durchhalten, wenn noch ein paar Filler-Folgen kommen, die ein bisschen besser sind, dann haben wir schon sehr, sehr bald den Encounter von Boruto gegen eine Persönlichkeit aus dem Manga, die wirklich ziemlich interessant ist und die damals in Naruto wichtig war. Also nur noch ein bisschen durchhalten und dann kann Boruto wieder ziemlich gut werden. Lasst mir gerne eure Meinung zu den kommenden Folgen in den Kommentaren da. Ich bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!